Sie da nicht drauf? Willst du Ärger? Kannst du haben, Wichser! Scheiße! Fahr, lass mich in Ruhe! Warum macht ihr das mit mir? Du dämlicher Idiot! Was glotzt du so? War das schon alles? Scheiße! Er hat die Geiseln getötet! Was tust du nur so? Jetzt nicht mehr! Kapiert? Hilf! Was bist du? Hör auf, verdammter Wichser! Was machst du denn? Was? Wo zum Teufel wart ihr? Sie sind umstellt! Kommen Sie jetzt mit erhobenen Händen raus! Hey, hör auf, die Geiseln zu töten! Was ist? Lass den Scheiß, Lynch! Lass den Scheiß? Was zum Teufel soll das denn heißen? Wir müssen hier raus. Fahrer, wie ist die Lage da draußen? Ziemlich übel. Jede Menge Scharfschützen. Die Polizei hat alles abgeriegelt. Wenn wir hier rauskommen, holst du uns ab? Ich werde es versuchen. Aber denk dran, die Uhr läuft. Ich wiederhole! Waffen weg und kommen Sie mit der roten Hände raus! Wir haben das Gebäude umstellt! Los runter. Wenn ihr blöden Wichser Dummheiten macht, knall ich euch alle ab. Ist das klar? Hast du noch die Tasche mit den Granaten? Sicher, da drüben. War doch toll. Wir haben's geschafft. Toll? Was zum Teufel war da drin los? Ich hab doch gesagt, die Gasmaske war so heiß und... Deshalb hast du alle getötet? Hör mal, mir war heiß, hab nichts gesehen und überall waren Bullen. Ehrlich, die waren wie die Fliegen. Warum hast du die Geiseln getötet? Warum? Was soll das heißen? Sie sind aufgewacht. Wollten nicht stillhalten, da musste ich was tun. Na, halt den Mund. Reiß dich zusammen, hörst du? Immerhin sind wir entkommen. Mit so einer Scheißnummer kommt niemand durch. Scheiße! Hör dir eure verdammte Klappe halt! Konzentrier dich aufs Fahren! Solange ihr mir den Hals haltet! Nur dich, wenn die verdammte Kiste nicht zerschrocken würde. Ihr beide, Ruhe jetzt! Konzentriert euch! Thank you.
verlassen. Scharfschützen! Schafft sie mir vom Hals! Geklaut. Oh, alles bestens, Hirsch. Wir sind hier fertig. Okay, der Van kann jetzt kommen. Das werden ja immer mehr. Nach dem, was du getan hast, wundert dich das? Ach, leck mich. Was wirst du, verdammter Heiliger? Haltet euch lieber fest. Die Straße ist gesperrt. Wir fahren zur Kreuzung zurück. Yeah.
Sieh auf! Fahrer, kriegen wir das blöde Ding wieder zum Laufen? Wenn nicht, sind wir erledigt, Leute. Aber gib mir Deckung. Ich glaube nicht, dass die Kiste hier noch viel mehr aushalten wird. Was ist passiert? Du warst K.O. Hoch mit dir. Sie kommen in unsere Richtung. Gottverdammt. Warum hast du mir nichts von deinem Problem gesagt? Ich dachte, ich hätte es unter Kontrolle. Aber ich habe kaum noch Medikamente. Kann losgehen! Was ist los? Ah, Scheiße! Die Kupplung blockiert! Schützt ihr den Van, ich versuch sie zu reparieren! Da der Motorkiste. Wir geben dir Deckung! Wo zum Teufel ist die Tasche? Scheiße. Ich hab sie beim Crash verloren. Wir müssen sie holen. Wie jetzt? Du wirst einfach ab und zu gewalttätig? Die Sache ist ein bisschen komplizierter. Ach was? Ich hab Blackout, verliere die Kontrolle. Ich weiß nicht, manchmal macht es einfach Klick. Heilige Scheiße. Was regst du dich auf? Wir haben, was der Seven wollte. Bringen wir ihn das Zeug. Es war nicht alles da. Willst du mich verarschen? Fahrer, wir müssen von der Straße runter. Ich versuch's. Scheiße, warum haben wir denn nicht alles? Das wird der Seven nicht gefallen. Sag ihnen, ich besorge ihr Zeug. Ich werde den letzten Koffer besorgen. Scheiße, da strömt Gas aus. Wir müssen weiter. Das ist mit den anderen. Vergiss sie. Wir können nichts für sie tun. Runter auf die Gleise! Zurückgelassen und die Beute geklaut. Ein Scheißerwicht. Ich hab dich wie einen Sohn behandelt. Du hast 3 Wochen. Nicht mehr. Da kommt sie. Achtung! Oder aber auch.
weißt also, wie wir den Rest kriegen. Ich hoffe, dass der Plan besser ist als der letzte. Ich habe noch keinen Plan. Ich kenne ein Mädchen, das uns helfen kann, den Koffer zu besorgen. Ja? Und wenn sie nicht will? Dann musst du sie überreden. Ich besorge uns beiden Pässe. Wieso Pässe? Wozu brauchen wir die? Weil sie einen Club hat. In Tokio. Wirst ihn hassen. Wir hätten erst ins Hotel gehen sollen. 12 Stunden in einem Flieger, mein Nacken bringt mich um. Schluss mit dem Gejammer. Wir haben noch eine lange Nacht vor uns. Gejammer? Ich jammere nicht. Ich werde nur nicht gern ignoriert. Sagst du mir wenigstens, warum du glaubst, dass sie den Koffer besorgen kann? Oder weißt du es nicht? Tu, was ich dir sage und alles wird gut. Ganz ruhig. Hey, das war verdammt nochmal keine Antwort auf meine Frage. Ganz ruhig, ich bin sauber. Ihr Büro ist im Hinterzimmer. Fall einfach nicht auf. Sollte sie nicht bemerken, werden wir nie an sie rankommen. Wie darf ich dich mal sehen? Na, das ist ja großartig. Ah, Lynch, das haben wir doch schon 100 Mal durchgekaut. Halt dich an den Plan. Auf. Bin überrascht, dich zu sehen. Wer hat dich reingelassen? Ich habe mich reingelassen. Weiß mein Vater, dass du hier bist? Das glaube ich eher nicht. Also, warum kommst du zurückgekrochen? Yoko, ich brauche deine Hilfe. Warum sollte ich dir helfen? Das wagst du nicht! Das reicht jetzt! Wow, sie schläft fest. So hart habe ich doch gar nicht zugeschlagen. Das erleichtert uns die Arbeit. Was soll die Scheiße? Alles rein geschäftlich. Ihr Vater hat den Koffer, Lynch. Du hast gerade dafür gesorgt, dass deine eigene Tochter entführt wurde. Du hattest das alles geplant. Du verdammter Irrer. Schaffen wir sie hier raus. Pass nur auf, dass sie mich nicht erschießen. Wir haben Besuch. Thank you.
Ausgang ist blockiert. Was hast du erwartet? Komm schon, wir müssen da hoch, aufs Dach. Aufs Dach? Und dann? Weg. Konzentrier dich, Lynch. Himmel. Verdammte Klebeband! Ich bin Richtung Motorskraftler! Arschloch! Wir müssen zu ihr! Petomoto, in was hast du mich da reingezogen? Warum hast du mir nicht gesagt, wer sie ist? Weil du sonst gekniffen hättest! Gekniffen? Ich hätte gar nicht erst mitgemacht! Reiß dich zusammen, Mann! Wir müssen hier raus!